Ja, das mit der Asche, das liegt uns überhaupt nicht. Da hatten wir schon letztes Jahr in der Kreisliga B Probleme. Nur die anderen Mannschaften spielen auch da drauf. Und da müssen wir den Kampf annehmen. Das war erste Halbzeit, finde ich, nicht so der Fall. Zweite Halbzeit haben wir dann halt gekämpft und hatten uns auch Chancen. Und naja, vielleicht wäre das Unentschieden dann zum Schluss gerecht gewesen. Ja, erste Halbzeit, finde ich, haben wir das schon sehr gut dominiert. Haben ein paar Sachen zugelassen, die nicht hätten sein müssen. Aber wir waren aggressiver, fitter, schneller und torgeiler irgendwie. Und das hat uns gegen Brück gefehlt. Und das war heute anders, weil wir halt wissen, wenn wir mit einem Sieg hier 3 Punkte voraus sind, dann beziehungsweise 8, dann wird es echt schwer, uns zu kriegen. Ja, wir denken von Spiel zu Spiel. Die werden auch noch irgendwo mal ihre Punkte liegen lassen. Die spielen ja auch noch gegen SC West zum Beispiel. Und dann ja, müssen wir hoffen, wenn die patzen, dass wir den Ausrutscher dann nutzen. Und ist eine Menge Holz, aber wir geben nicht auf. Ja, was heißt nehmen? Ne? Wir wollen jedes Spiel gewinnen und es war natürlich schön, dass wir Viktoria auf Distanz halten können und beziehungsweise 3 Punkte weiter weg von denen zu sein. Wir haben eine spielstarke Truppe. Für uns kam es sehr gelegen, dass es jetzt auch eine spielstarke Mannschaft war. Die ganzen anderen Mannschaften oder sehr viele Mannschaften stellen sich hinten rein und wir müssen, das war in dem Fall nicht. Erstmal Kompliment an Viktoria, dass sie spielerisch mitgespielt haben. Aber überragende Leistung von uns. Ne? Also dazu kann ich gar nicht sagen. Also ich wurde gefoult, lag am Boden, dann hat der Spieler von denen, der Neuner, ja gelb-rot und dann kam einer von uns und ich, also ich lag wie gesagt am Boden, da weiß ich gar nicht so. Aber das in so einem Spiel, Erster gegen Zweiter, wo es um was geht, dann ist das normal. Sollen wir jetzt nicht überbewerten? Ja, das Problem ist, glaube ich, der 14er von Viktoria, ich weiß nicht, wie er heißt, zu aufbrausend, immer am Gestikulieren und da hat der Schiri satt gehabt. Dann gibt es halt Rot, Gelb-Rot, glaube ich. Und für uns war ganz klar Gelb-Rot. Also der geht mit vollem Speed, wird kaum gehalten, aber tritt nicht nach, sondern fliegt in den Zweikampf und gibt halt Gelb und Gelb-Rot. Ne?